In der ersten Folge hatte ich angeführt, dass die Software PC Task heute kostenlos ist. Der Vollständigkeit halber soll jedoch erwähnt sein, dass dies bei weitem nicht immer so war. PC Task kostete früher ordentlich Geld. Kommen wir zu einem Thema, welches immer eine Rolle spielt, wenn man mit Emulatoren arbeitet. Wie bekommt man Daten zwischen dem emulierten System, bei uns also MS-DOS, und dem emulierenden System, hier ja der Amiga, hin und her geschaufelt? Denn alles nur mittels Disketten abzuwickeln ist recht müßig und würde uns nicht nur vor eine Geduldsprobe, sondern auch vor ganz praktische Probleme stellen, sollten wir etwa HD, also 1,44 MB MS-DOS-Disketten benutzen wollen, im Amiga aber nur das Standard-DD-Diskettenlaufwerk verbaut ist. In der vorherigen Folge haben wir gesehen, dass man ein im Amiga vorhandenes CD-ROM-Laufwerk in die Emulation einbinden kann. So könnte der Datentransfer zu MS-DOS also aussehen, die gewünschten Daten auf Scheibe brennen und rüber damit. Ja, das ist freilich auch nicht das Gelbe vom Ei. Zum einen ist es nur eine One-Way-Lösung, also nur zu MS-DOS hin, aber nicht von MS-DOS weg, und zum anderen endet das in einer Materialschlacht. In diesem Zusammenhang habe ich mir übrigens vor ein paar Wochen in einem Discounter sagen lassen, dass sie die CD-ROM-Rohlinge aus dem Sortiment genommen haben. Es bestünde keine Nachfrage mehr. Das gibt zu denken. Bei den Bridgeboards konnten wir, zwecks Datentransfer, noch auf echte Hardware setzen. Also beispielsweise einfach eine Multi-IO-Karte oder eine Ethernet-Karte in den ISA-Bus installieren und ab geht die Post. Tja, da PC Task aber eine reine Software-Emulation ist, können wir die ISA-Slots im A2000, 3000 und 4000 erstmal voll vergessen, denn ohne eine entsprechende Brückenhardware kann der Amiga mit diesen Slots nichts anfangen. Aber es geht alles viel einfacher. PC Task nutzt sogenannte Hardfiles. Wie in der vorherigen Folge gesehen, erzeugen wir uns diese Hardfiles in der von uns gewünschten Größe. Diese Dateien repräsentieren die Festplatte, mit welcher PC Task dann arbeitet. Jetzt wäre es super, wenn man diese Hardfile quasi von der Workbench aus mounten könnte. Und das haben sich wohl auch die PC Task Entwickler gedacht und uns das Programm PCT Cross Mount mit dazugegeben. Dieses Tool holt sich aus der gespeicherten PC Task Konfiguration die Pfade für die Hardfiles, für die MS-DOS-Laufwerke C und gegebenenfalls D und mountet dann diese unter der Workbench als TCC und TDC. Das funktioniert aber nur, wenn wir unsere Hardfiles die Dateinamen Hardfile 0 für C und Hardfile 1 für D geben. Andere Bezeichnungen akzeptiert PCT Crossmount leider nicht. Na, einen Haken gibt's dann aber doch noch: das Device, welches für diese Aktion seitens des Amigas benötigt wird, ist in der jetzt frei erhältlichen Version 4.4 von PC Task, warum auch immer, nicht enthalten. In der Version 3 gab es das Hardfile.device noch. Ihr müsst euch also erst von irgendwoher, man kann ja mal fragen, das Hardfile-Device organisieren und in den Devs-Ordner eurer Workbench schieben. Wenn dann alles funktioniert, schaut das dann so aus. Ich greife, der Einfachheit halber unter Directory Opus, auf TCC zu und so kann ich nun äußerst komfortabel Daten zwischen dem MS-DOS-Hardfile und meinem Amiga hin und her schieben. Oder eben mit dem Amiga via Netzwerk auf andere Speicherorte zugreifen und von dort dann Dateien und Verzeichnisse in annehmbare Geschwindigkeit schaufeln. Ihr müsst eben nur bei den Dateinamen daran denken, die 8.3-Reglementierung des MS-DOS einzuhalten. Andernfalls werden Dateien-Verzeichnisnamen beim Kopieren gnadenlos abgeschnitten. Und auch noch wichtig: niemals TCC als C-Laufwerk in der PC-Task-Konfiguration eintragen. Das würde dazu führen, dass euer Hardfile unbrauchbar wird.
Die Hardfiles eröffnen uns übrigens auch eine äußerst komfortable Lösung der ewigen Backup-Frage. Stehen wir beispielsweise vor einem etwas heikleren Experiment in der lieben MS-DOS-Welt, so können wir zuvor einfach das Hardfile duplizieren und schon kann schief gehen, was will. Wir haben ein Backup. Thema Geschwindigkeit. In der letzten Folge haben wir schon gesehen, dass der Amiga mächtig Dampf braucht, um eine halbwegs anständige PC-Emulation hinzukriegen. Aber selbst mit einer 60er Turbo-Karte erreichen wir bei weitem nicht die Performance eines echten 486er PC-Systems. Wir können uns zu allem Überfluss auch noch selbst die Leistung zerschießen, wenn wir auf ein kleines Detail nicht achten. Der Arbeitsspeicher, welchen PC-Task verwendet, muss immer Fast-RAM sein, niemals Chip-Slow oder Ranger-Mem. Achten wir darauf nicht, so geht die Leistung der Emulation spürbar in die Knie. Dankenswerterweise steht in den Tooltypes von PC-Task Interpretive als auch Dynamic bereits Force-Fast-Mem. Damit benutzt die Emulation automatisch nur Fast-RAM. Lassen wir es einfach dabei. In der vorherigen Folge haben wir uns mal ganz kurz Windows 95 angetan und als geschwindigkeitstechnischen Unsinn gleich wieder weggeschoben. Daher betrachten wir nun mal die Installation von Windows 3.1, denn da gibt's ein paar Kleinigkeiten zu beachten. PC-Task starten wir mit einer emulierten VGA-Grafik und der Maus. Generell bietet es sich an, erstmal alle Installationsdisketteninhalte in ein Verzeichnis auf der Festplatte zu gruppieren. So geht die Installation an sich deutlich schneller von der Hand und bei einer eventuellen Umkonfiguration des Systems müsst ihr nicht wieder die Disketten herausfummeln. Wie gesagt, es empfiehlt sich, ihr müsst es aber nicht machen. Startet vor der Windows-Installation nicht den Maustreiber PCT-Maus. Der Windows-kompatible Maustreiber wird während der Installation automatisch aktiviert. Wenn das Setup uns fragt, ob wir eine Express- oder benutzerdefinierte Installation durchführen wollen, wählen wir benutzerdefiniert. Den Pfad können wir so lassen, wie er ist. Hier ist nun spannend, dass als Grafikkarte eine Video 7 gefunden wird mit 512 Kilo Speicher für 640x480 und 256 Farben, also VGA at its best. Wenn ihr 256 Farben tatsächlich haben wollt, dann müsst ihr diese Einstellung hier so lassen. Denn der Standard 256 Farben VGA Treiber tut's an der Stelle nicht. Interessanterweise habe ich keinen wirklichen Leistungsunterschied feststellen können, ob ich nun VGA mit 256 oder 16 Farben oder sogar nur im EGA-Modus das Ganze betrieben habe. Also kann man auch ruhig 256 Farben fahren. Bei der Maus ändern wir auch nichts, immer Microsoft-kompatibel nehmen. Ich deaktiviere nun ein paar Installationsoptionen, damit nicht so viel Plattenspeicher benötigt wird. Den virtuellen Arbeitsspeicher nehme ich komplett raus. Bei 16 MB RAM sollte das keine Rolle spielen. Ich habe es auch mal mit virtuellem Speicher versucht und keinen Geschwindigkeitsunterschied festgestellt. Was sofort ins Auge fällt, ist der überdimensioniert wirkende Mauszeiger und das ist wohl bei Video 7 völlig normal. Ich sage das mit einer gewissen Unsicherheit, denn Video 7 war bis PC-Task für mich ein Exot, den ich noch nie zuvor im Einsatz hatte. Generell kann man festhalten, dass Windows 3.1 im Interpretive Mode schneller läuft als im Dynamic Mode von PC-Task. Ich starte Windows stets mit dem Switch S wie Standard. Damit geht's allgemein am schnellsten. Das ist auch die einzige Möglichkeit, im Interpretive-Modus Windows 3.1 überhaupt zu starten. Ohne S, also im erweiterten 386er-Modus, bleibt das System hängen. Im Dynamic-Modus kann man Windows sowohl nur mit Win, also mit erweitertem 386er-Modus, als auch Win-S, also im Standard-Modus, starten. Die allgemeine Performance ist für meinen Geschmack noch gerade so annehmbar.
Ganz kurz möchte ich auf die andere PC-Emulationssoftware namens PCX Version 1.1 eingehen. Dieses Programm ist als Vollversion zu finden auf der Amiga-Format CD Nummer 50. Von der Funktion her ist PCX weitestgehend gleich mit PC Task, jedoch finde ich die Bedienbarkeit von PCX deutlich holpriger. Es gibt viel mehr Einstellmöglichkeiten, hinter die man erstmal geistig steigen muss, um damit etwas anfangen zu können. Weniger ist eben manchmal wirklich mehr. Eins ist jedenfalls klar: PCX ist ein noch größeres Großmaul als PC Task. Es behauptet nämlich eiskalt, ein 586er Prozessor emulieren zu können. Nun, gewiss startet Software, welche diesen Prozessor benötigt, aber die Ausführungsgeschwindigkeit ist, genauso wie bei PC Task, massiv vom Hostsystem abhängig. Ich konnte im Allgemeinen keine bessere Performance feststellen als bei PC Task. Immerhin relativiert zumindest die PCX-Dokumentation die großspurigen Behauptungen und spricht nur noch von einem 8086 kompatiblem System. Das Wichtigste zuerst: PCX wird beendet mit der linken Amiga-Taste, der rechten Amiga-Taste und Alt. PCX verwendet ebenfalls Hardfiles. Und das Beste an der Sache ist, dass man die Hardfiles von PCX und PC Task gegenseitig austauschen kann. Sogar der Zugriff mit PCT Cross Mount ist möglich. Allerdings gilt es zu beachten, dass PCX seine Hardfiles immer im Format MS Hardfile 0 oder fortlaufende Nummer haben möchte. Dabei ist auch die Groß- und Kleinschreibung zu beachten. Das Ding ist echt pingelig. PCX sucht seine Hardfiles immer in dem Ordner, der mit MSHF assigned worden ist. Wenn ihr also Hardfiles in einem anderen Ordner als in dem PCX-eigenen Hardfiles-Ordner nutzen wollt, so müsst ihr das Assign für MSHF entweder vor Benutzung händisch in der Shell umschreiben oder eben in der Startup-Sequence dauerhaft ändern. Bei PCT Cross Mount kommt dann eben die Krux dazu, dass PCT Cross Mount nur Hardfiles erkennt, die im Format Hardfile 0 benannt sind. Man muss also die Hardfiles jedes Mal umbenennen. Eine wichtige Beobachtung habe ich gemacht: Wenn das Hardfile, welches mit PC Task erzeugt wurde, zu groß ist, die genaue Megabyte-Grenze kenne ich leider nicht, dann kann PCX davon nicht booten. 20 MB sind kein Problem, aber 200 MB sind definitiv zu viel. Man kann unter PCX zwar noch auf so ein Hardfile zugreifen, als D-Laufwerk, aber booten, also als C-Laufwerk, funktioniert dann nicht mehr. Es empfiehlt sich also, ein kleines Hardfile mit MS-DOS anzulegen, welches man unter PCX und PC Task als C-Laufwerk einbindet, und ein großes Hardfile für die Anwendungsprogramme und Spiele, welches man in den Emulatoren dann eben als D-Laufwerk nutzt. Und da wir gerade bei den Hardfiles sind, nein, die Hardfiles, welche von den klassischen Bridgeboards erzeugt werden, können weder von PC Task noch von PCX genutzt werden. Im Ordner PCX finden wir zwei Programme: PCX und PCX SX. Der PC-Kenner vermutet hier schon absolut richtig: PCX setzt eine CPU mit FPU voraus und bindet diese auch in die Emulation ein. PCX SX läuft ohne FPU. PCX macht Werbung damit, neben dem PC-Speaker auch digitale Soundausgabe des Soundblasters emulieren zu können. Ich habe das allerdings nicht hingekriegt. Angeblich funktioniert es einfach nur mit dem Setblaster-String für einen normalen Soundblaster in der AutoExec-Bud, also Setblaster A220, i5, D1, T1, aber egal was ich versucht habe, das Ding blieb stumm. Ansonsten finden wir bei PCX weitestgehend die gleichen Optionen wie bei PC Task auch. Allerdings finde ich die Bedienung, wie gesagt, nicht so schön. Gerade was das Thema Grafikkartennutzung angeht, macht es einen PC-Task deutlich leichter. Wir haben hier auch wieder spezielle MS-DOS-Treiber, wie etwa pcxcd.sys, mit dem man das Amiga-CD-ROM-Laufwerk nutzen kann.
Dankenswerterweise gibt es ein sehr gutes Manual dafür. Zum Abschluss die CPU-Leistungsindizes von Nortons SysInfo, welche nur überzeugend beweisen, dass Benchmark-Tools in reinen Software-Emulationen nichts verloren haben. Denn so weit, wie diese beiden Werte hier auseinanderliegen, sind PC-Task und PCX leistungstechnisch nun wirklich nicht voneinander entfernt. Welches Schweinderl ihr euch letztendlich holen sollt, das überlasse ich geflissentlich euch selbst. Im Zweifel besorgt ihr euch eben beides. Generell mag ich PC-Task mehr, aber das mag daran liegen, dass ich in den Vorbereitungen zu diesem Thema einfach viel mehr Zeit mit PC-Task als mit PCX verbracht habe. Eines muss man aber noch klar herausstellen. An die Leistungsfähigkeit einer A2-386, also eines echten 386er Bridgeboards oder gar eines wirklich echten 386er PCs, kommen beide Emulationen nicht heran und das, obwohl sie im schnellstmöglichen klassischen Amiga-System betrieben werden, welches Geld bis 1996 kaufen konnte. Das wäre es erstmal jetzt gewesen. Ist natürlich schon eine bizarre Geschichte. Da hat man einen superschnellen klassischen Amiga und was macht man, um die volle Rechenleistung mal abfragen zu können? Ja, man emuliert einen PC, ne? Ist klar. Aber es macht Spaß und es bringt einfach zwei bekannte Welten zusammen. Ich möchte mal ein paar Takte zu denen sagen, die gewiss gut gemeint meine Videos auf welchem Wege auch immer kommentieren mit den einleitenden Worten wie: Du hättest aber noch sagen können das oder aber da muss man schon wissen noch das oder also ich mach das ganz anders. Ja, bitte schreibt das. Schreibt genau eure Erfahrungen hierzu, schreibt eure Vorgehensweisen, schreibt, wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe oder wenn ich etwas vielleicht zu kompliziert gemacht habe. Konstruktive Kritik wünsche ich mir sehr. Und noch viel mehr wünsche ich mir, dass unser gemeinsames Wissen der gesamten Community zugutekommt. Wenn ich es geschafft habe, mit einer groben Darstellung eines Themas euer Interesse daran geweckt zu haben, sodass ihr dann nach diesem Video oder nach irgendeinem anderen Video von mir anfangen wollt, daran an diesem Thema zu basteln, dann habe ich meine Arbeit getan. In die Details dürft ihr euch dann verlieben. Ich verabschiede mich für diese Folge. Danke mal wieder fürs Zuschauen und natürlich auch wieder ein dickes Dank an all diejenigen, die mich bei meiner Recherche für diese Folgen, ob nun wissentlich oder nicht, unterstützt haben. Bis zum nächsten Mal. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.